So, erstmal hier die Hose aus dem Schritt entfernen, bevor wir uns hier mit dem lieben Skogrim und seinem Freund, den Ivar, auseinandersetzen. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Herr der Ringe Online-Exkurs mit den Stark-Axt-Zwergen. Und wir haben in der letzten Folge unsere Flucht aus Mordor Barad-dûr geschafft und sind jetzt hier in Eredluin angekommen und stehen hier am Tor und treffen komischerweise direkt auf Skogrim, der offenbar gerade eben neu erweckt worden ist. Und alle sind begeistert, alle Grimhans, und wir hängen jetzt irgendwie mit den bösen Jungs ab. Na gut, ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Skogrim funkelt euch mit unnatürlich glühendem Blick an. Ihr seid fernab der Heimat, nicht wahr? Grimhans! Dass ich erneut lebe, habe ich Ivars Werk und dem Opfer eures Truchsessen zu verdanken. Aber ich bringe euch keine frohe Kunde, denn wir wurden verraten. Die Langbärte haben unser Volk während dem Gedenkritual massakriert. Und ihr Verrat befleckt mein Blut, mein Grab mit Grimhander Blut, verzeiht meine Aussprache. Doch es ist nicht alle Hoffnung verloren. Mir wurde Allianz beim Hexenkönig von Angmar versprochen. Angmar wird sich als mächtiger Verbündeter erweisen und wir, die Grimhans, für diese Tragödie Rache nehmen. Und uns zurückholen, was man uns genommen hat, wollte ich nur sagen. Ihr müsst nun eine Entscheidung treffen. Werdet ihr hier bleiben und auf euren Untergang warten? Oder werdet ihr euch mir anschließen und nach neuem Ruhm suchen? Okay, ein paar haben sich entschlossen, sich anzuschließen. Aber wir schließen uns doch nicht. Wir gehen doch nicht wieder zurück nach Angmar. Wobei Angmar könnte man eigentlich gehen, aber nicht nach Mordor zurück. Wir sprechen mal mit den Leuten. Das ist eine Augenklappe über zwei Augen? Nee. Das sah jetzt so aus. Oh, wir sollen warnen, okay. Ah, okay. Also wir warnen alle und die lassen sich natürlich nicht überzeugen. Das heißt, wir werden nicht mit dem Bösen hier mitgehen. Ihr scheint ein feiner Zwerg zu sein, Volltus. Aber ihr müsst verstehen, wir Grimhans sind ebenfalls ein verlorenes Volk. Wir haben uns viele Jahre lang um die Halle von Thorin Eichenschild gekümmert. Aber wir danken es... Was? Aber wie danken es die Langbärte uns? Ihr habt Skogrim ja gehört. Mit einem Massaker an unseren Brüdern und Schwestern. Was auch immer ihr von König Skogrim haltet, er und die Macht von Angmar könnten uns helfen, aus dem Schatten der Langbärte herauszutreten und unseren alten Ruhm wiederzuerlangen. Flieht zu den Langbärten, wenn ihr meint, aber wisset, dass ich dann nicht zögern werde, meine Axt gegen euch zu erheben. Okay, wir haben uns neue Feinde geschaffen. Etwas an Skogrims Worten beunruhigt mich und dieser tote Mann ist mir unheimlich. Ich möchte König Skogrims Worten ja vertrauen, aber ich kann es nicht. Spricht er für sich selbst oder ist er nur ein Sprachrohr Ivars? Es ist wahr, dass der Truchsess Gomr schon seit Monaten kein Tribut mehr zum einsamen Berg schickt. Doch unser Streit mit den Langbärten hat bisher nie im Blutvergießen geendet. Bis jetzt. Ich möchte wissen, was die Langbärte zu diesen Anschuldigungen zu sagen haben. Spricht König Skogrim die Wahrheit oder hat Angmar eine Verschwörung angezettelt? Werdet ihr mich begleiten, Volltus? Vielleicht kann die Stimme eines Stark-Axt diese Unruhe besser besänftigen als die eines Grimhans. Okay, wir reisen hoch. Dass wir eine Audienz beim König bekommen, das kann doch auch eigentlich nicht sein. Aber vielleicht sind die da nicht so. Wieso ist es hier so unglaublich dreckig? Was ist denn hier passiert? Ist ja alles rostig und kaputt. Aber der Boden glänzt noch ein bisschen. Es
ist das immer noch, also ne, wenn man die Instanz von Skogrim spielt, mit den Zwergen sieht sie doch auch nicht so aus. Ich schätze, mein Weg endet hier, Volthus. Nagli mustert mit kampferholender Verachtung die Langbärte, die ihn in Thorins Halle aufgehalten haben. Als die Expedition der Langbärte eintraf, habe ich ein paar von ihnen erkannt. Sie werden von einem Zwerg namens Dvalin angeführt, den viele Langbärte als Held preisen. Er ist ein alter Zwerg mit einem weißen Bart und es könnte sein, dass er in Gomrs Abwesenheit den Platz des Truchsessen übernommen hat. Sollten seine Leute wirklich die Meinigen abgeschlachtet haben, so steht uns noch weiteres Blutvergießen bevor. Aber ich bin nicht mehr sicher, wer hier den Grimhans wirklich Leid zufügen will. Ihr seid vertraut mit den Wegen des Feindes und ich muss wissen, ob unsere Leute mit böser Absicht hinters Licht geführt wurden. Bitte, Volthus, sprecht in meinem Namen mit Dvalin. Okay, wir gehen hoch. Offenbar wurde hier diese Dings hier gerade entdeckt und wird gerade mal freigeschaufelt. Oh, da steht er. Wie ein echter König sitzt er nicht auf seinem Thron, sondern er steht. Was für ein Durcheinander! Wer seid ihr und was wollt ihr in der Halle von Thorin Eichenschild? Ihr stellt euch Thorin als Starkaxt aus Mordor vor, achso, der spricht ja gar nicht mehr so, der Gefangenschaft des Feindes entkommen und in ferne Lande geflohen ist, um dort Schutz zu suchen. Ihr berichtet außerdem, dass ihr auf der Straße zu Thorins Halle Skogrim und Iva begegnet seid und die Langbärte laut Skogrim ein Massaker an den Grimhans verübt haben. Ein Massaker? Ja, so kann man es nennen, aber es war das Werk von Iva Bluthand, nicht das der Langbärte. Genau genommen hat Iva Skogrim aus seiner langen Ruhe erweckt, aber nicht etwa durch ein Wunder, vielmehr banden Ivas abscheuliche Zauberei und das unwissende Opfer vieler Grimhans einen schrecklichen Geist an die Überreste des Königs. Für wen die Grimhans Skogrim auch halten mögen, er ist nicht der, der er zu sein scheint. Obwohl ich glaube, dass euer Grimhand-Freund hier nichts Böses im Sinn hat, muss er doch für vieles Rede und Antwort stehen. Und er möchte die Wahrheit über diese unglückliche Angelegenheit zweifellos mit eigenen Ohren hören. Wenn ihr Schutz sucht, so könnt ihr ihn euch verdienen. Helft uns, diese Hallen nach all den Jahren der Vernachlässigung durch die Grimhands wieder aufzubauen. Selbst wenn Gomber nicht dem Bösen anheimgefallen wäre, hätte er immer noch bei seiner Aufgabe versagt, die ihm sein Herr erteilt hat. Wenn sich Nagli als vertrauenswürdig erweist, kann er auf Frerins Platz wohnen, aber er ist für immer aus Thorins Halle verbannt. Nehmt ihr diese Bedingungen an, Volthus? Ihr nickt. Gut, gut. Nun zu euch. Ich habe noch nie von dieser Sippe, diesen Starkäxten gehört, aber ihr seid in Thorins Halle willkommen, solange ihr den Langbärten helft. Natürlich. Oh, jetzt ist wieder schön alles aufgeräumt, das ging flott. Eigenschaftsfenster könnte man jetzt öffnen, Zierwerkkörper machen, alles freigeschaltet. Was wollt ihr? Ah, Volthus, es freut mich, euch an so einem schönen Tag zu sehen. Ihr habt uns viele Monate lang geholfen, Thorins Halle wieder aufzubauen und ich hoffe, ihr fühlt euch nun willkommen hier. Ich habe die Umstände unseres Kennenlernens nicht vergessen, ebenso wenig wie die düsteren Ereignisse, die dazu geführt haben. Es liegt Unruhe in der Luft und ich fürchte, wir haben Skogrim Grimhand und die Schatten von Angmar, die ihn führen, nicht zum letzten Mal gesehen. Es gibt immer noch viel zu tun in Thorins Halle, aber wenn die Zeit gekommen ist, erlaube ich euch zu gehen und euer eigenes Abenteuer zu suchen. Das Böse lässt sich nicht mehr dazu herab, uns sein wahres Gesicht zu verheimlichen und die freien Völker werden Hilfe brauchen, besonders von einem Zwerg wie euch, Volthus. Ich denke, es wird Zeit, dass ihr euch zurück in die Welt hinaus wagt. Oh, ist das jetzt schon zu Ende? Werdet ihr mir helfen? Oh Gott, jetzt kommen hier die ganzen Meldungen. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Euer Grimhand-Freund Nagli plant ebenfalls auf Reise zu gehen. Er ist ein neugieriger, hilfsbereiter Zwerg. Ganz anders als die anderen Grimhands, die ich bisher kennengelernt habe. Ich muss gestehen, dass ich vermissen werde, ihn auf Frerins Platz zu sehen. Geht nur, Volthus. Versucht ihn vor seiner Abreise noch zu erwischen. Wir sind jetzt offenbar in der richtigen Instanz, also in der richtigen Welt, nicht mehr in einer regulären Instanz. Und das war es jetzt quasi mit der Einleitung der Starkäxte. Ein bisschen kurz. Ich habe das ein bisschen länger in Erinnerung bei den anderen Kollegen.
Wir schauen jetzt nochmal, was wir alles so bekommen haben. Buch der Taten ist klar, Spezialisierung erforderlich, das kommt auch noch dazu. Da können wir ja mal reinschauen, was wir hier am besten wählen sollen. Die Wächter der Entschlossenheit schützt seine Verbündete vor Schaden und heilt sie mit Lied. Der Krieger der Kriegerskalde nutzt harsche Worte, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Der Beschützer des Gesangs spinnt großartige Geschichten, um seine Verbündete zu großen Taten anzustiften. Also das ist quasi hier der Heiler, das ist hier der Kampfbade und das hier ist der Unterstützer. Ich gehe mal auf die Kriegerskalde. Oh Gott, Gott, ganz viele Sachen jetzt bekommen. Unter anderem eine Marksteinfähigkeit. Was ist das? Perfekte Ballade, sagt er hier. Und das hier ist Appell an das Schicksal. Haltung, Dissonanz erforderlich, die wir aktuell haben. Hymne des dritten Zeitalters, Dissonanz. Für 3 Balladen sogar schon. Entfernt die denn dann auch alle? Ne. Also das ist eher für Stärkung. Fügt eurem Rufschaden 10% hinzu. Aha. Na gut. Wir schauen mal rüber zum Klassenmeister hier. Der wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel haben. Seid gegrüßt. Die ganzen Sachen kommen halt erst, wenn du das alles dann hier schön gelernt hast. Gut, ich würde mal sagen, wir sprechen noch mal kurz mit Nagli. Ist jetzt ein bisschen schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft noch. Aber vielleicht habe ich das auch nur in meiner Erinnerung, dass die anderen Instanzen eigentlich genauso kurz sind. Wobei, so richtig kurz war es ja jetzt nicht. Das war jetzt wahrscheinlich so eine Stunde oder so, die wir hier verbracht haben. Nicht ganz eine Stunde. Und der Nagli ist draußen auf Frerins Platz. Kann ich denn hier? Ich kann wahrscheinlich noch nicht reiten, ne? Na gut. Wir gehen mal raus. Schnuppern frische Luft hier draußen. Es ist wunderschönster Tag. Und wir laufen mal hier runter. Der ist ganz hier unten. Und dann könnte man jetzt quasi die ganzen Zwergenquests machen, die sich hier so angesammelt haben. Die wir ja mit unserem Hobbitwächter auch noch nicht gemacht haben. Die würde ich schon auch ganz gerne noch angehen. Genauso die in Eredluin selber unten dann bei den Elben. Ich habe keine Ahnung, wann ich das machen soll. Aber ich würde es gern irgendwann mal machen. So, wir haben den Platz entdeckt. Wo ist der? Der ist noch weiter hier unten. Ah, da oben ist sein Büffel. Kann das sein? Sein Auerochse? Da ist er doch. Volltus! Oh, das ist nicht mehr übersetzt. Er freut sich auf alle Fälle, dass er uns nochmal sieht. Und er hat die Zeit sehr genossen hier in Eredluin mit uns. Oh, er fragt uns, ob Leti und Vaski ihre Freiheit bekommen haben. Ich habe keine Ahnung. Das ist etwas, was mir an mir ein bisschen noch nagt, weil ich die einfach zurückgelassen habe. Aber vielleicht sind die Starkäxte auch da so. Na gut, er sagt auf alle Fälle, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Wäre cool, wenn das dann so wäre. Ne? Wenn man den irgendwann wieder mal sieht, wenn da sich so eine Questreihe entspinnen würde, wie zum Beispiel mit dem Bingo-Boffin. Und jetzt verabschiedet er sich. Und da ist er auch schon weg. Teleportiert. Sogar der Aux ist wegteleportiert. Alle einfach wegteleportiert. Und keiner hat es gesehen. Das glaubt uns niemand, dass sich der einfach wegteleportiert. Na gut. Dann stelle ich mich mal hier schön auf den Frerinsplatz. Ich habe bisher immer Frerinsplatz gesagt. Und vor die Statue hier, ich glaube, das könnte sogar der Durin sein. Oder der Dvalin vielleicht, irgendeiner der großen Zwerge. Und dann war es das für diese Angespielt-Session. Und dann haben wir jetzt endlich mal die Starkäxte auch gesehen. Find's eine schöne Rasse. Finde auch, dass die gut zu der Lore hinzupasst von Herr der Ringe.
Und ja, dann kann man jetzt... Oh, was ist denn das für ein dick gepolsterter Zwerg hier? Guckt euch das an. Das ist... Moment mal eben. Das müsste die Ausstattung sein, oder? Ist das die Ausstattung von Minas Morgul? Das könnte sogar sein für die Pre-Order der Special Edition. Das könnte durchaus sein. Na gut, ich werde meinen Zwerg jetzt hier auf alle Fälle erstmal leben lassen. Vielleicht spiele ich nochmal mit einem Zwerg eine kleine Runde. Mit einem Zwerg und mit einem Barten. Und ansonsten wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da oder schreibt mir was in die Kommentare. Freut mich immer, mit euch ein bisschen hier zu interagieren. So viele Zuschauer gibt es ja nicht bei Herr der Ringe online immer. Also bei mir jetzt. Deswegen würde ich mich da extra dick und groß freuen, wenn der ein oder andere Kommentar hier seinen Weg und das Video finden würde. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns mit unserem Wächter Tollfuß die nächsten Tage wieder. Macht's gut, ciao.